So, es geht weiter in Batman Arkham City. Wir waren letztens ja bei der Mission von Catwoman stehen geblieben. Und ja, diese Mission machen wir jetzt weiter. Und zwar in der Arkham City Park Row. So. Die Systemkarten haben wir den ganzen geklaut. Den Wachen. Jetzt müssen wir nur noch loswerden. Ja. Eigentlich gar kein Problem. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhört! Im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Von wegen Pack aus Arkham. Schlimmer, Leute. Und tschüss. Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. Zählt mal durch. Bewegung! Verwundeter bei meiner Position! Okay, wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Die zwei machen noch gar nichts. Wenn er da bleibt. Ne, er bleibt nicht da. Aber ich kann mich um ihn kümmern. So. Und tschüss. Zählt mal durch. Bewegung! Tja, einer fehlt. Jetzt passt. Verwundeter bei meiner Position. Jetzt postieren bei dir. Zu mir vorrücken. Ach, Scheiße. Jetzt hat er mich doch gesehen. Ziel verloren. Das magst du nicht, Freundchen. Tiger 54. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Ach, verdammt nochmal. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Scheiße. Verstanden. Noch 3 Sekunden. Noch 2. Ziel verloren. Ach, Mist. Ziel neutralisiert. Wiederhole. Catwoman aus. Ah, es lief so gut, so eine Scheiße. Eine Flucht aus Arkham City ist unmöglich, Catwoman. Oh, nee, es lief so gut. Die Typen sind klüger, als ich dachte. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhören! Im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Pack aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Das sind gar nicht mehr. Das sind eigentlich nicht viele. Und trotzdem sehen mich die Typen immer noch rechtzeitig. Voll also, blöd. Ziel weiter verfolgen. Konzentriert bleiben. Gut.
Zählt mal durch. Bewegung! Ah, wunderbar, dass der hingeht. Verwundeter! Zu mir vorrücken! Ziel befindet sich in... Ach, scheiße, der guckt auch noch hoch, die Sau. Ziel ist in Bewegung. Habe Zielperson über meiner Position gesichtet. Es läuft anders als erwartet. Weil eben... 3 gegen 1. Ja, hochguckt. Weil die hochschauen. Okay, so rein, geh rein da. Ob ich die Typis so noch sehen. Okay, wie bewegt er sich? Wo marschiert er hin? Er marschiert in die Richtung. Hat er einen bestimmten Weg, den er geht? Hat er eine bestimmte Route? Jetzt ist er da hinten. Jetzt geht er dahin. Obwohl, es gar nicht mehr so schlecht. Jetzt verteilen sich die nämlich. Gut. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker vom Angesicht der Erde fegen. Ziele markiert. Das Stahlwerk ist nun ein Ziel der Prioritätsstufe Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1000 daraus. Jetzt werden die beiden marschieren, genau. 3 Sekunden. 2. 1. So, da war es noch einer. Habe Sichtkontakt mit Catwoman. Oh, bloß weg hier. Okay, jetzt muss ich ihn einfach nur ausschalten. So. Na, geht doch. Warum nicht gleich so? Anscheinend hat das Kätzchen die Sahne gefunden. Haha. Was haben wir hier noch? Das ist die Odyssee, das ist der Orchidee. Ach so, ja. Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Oh, und tut das sehr weh, Ivy? Lol. Ah, wieso funktioniert der Konter nicht? Was soll denn der Scheiß? Nee, Freundchen, ihr nicht.
Nimm den sauberen Container! Bam! Friss meine Pumpsen oder was auch immer. Wir haben Sichtkontakt. Das Stahlwerk wurde getroffen. Ich wiederhole, das Stahlwerk wurde neutralisiert. Gut. Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. So, ich glaube, jetzt kann man sich entscheiden, ob man mit dir verschwindet oder ob man bleibt. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Tja, ist er nun tot oder nicht? Tja. Seit wann hast du eigentlich ein Gewissen? Ich habe das andere Ending, muss ich sagen, noch nie wirklich gesehen. Muss ich denn hier alles alleine machen? Nicht sterben, Batman. Ich komme, um dich zu retten. Ich habe das andere Ende noch nie wirklich gesehen. Muss ich zugeben. Aber es wäre mal interessant gewesen. Aber dann kann man mit Catwoman nicht mehr durch die Stadt sausen. Von daher sollte man das dann lieber so machen, wenn man Catwoman noch etwas länger behalten will. Großartig. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Wehe, du bist schon tot. Tja. Und jetzt haben wir mit Ivy ein Problem. Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. So, aber wir haben noch eine Kleinigkeit zu tun im Stahlwerk. Nämlich... Tanya ist in Gefahr. Ich muss sie zuerst finden. Oder auch nicht zuerst. Oracle, Strange lässt Arkham City vom Wonder Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle WayneTech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. So, kommen wir denn trotzdem rein ins Stahlwerk nochmal, oder? Ziel wurde getroffen. Ach so. Ja, jetzt kommen wir rein. Gut. Ich dachte schon. Weil noch war ich ja hier nicht fertig im Stahlwerk. Wegen halt diesem Kesselraum. Der Kesselraum ist da drüben. Wo auch die gestohlene Ausrüstung von Mr. Freeze sich befindet. Nur ist die Frage, wie komme ich da hin?
glaube, unter mir müsste Zugang sein. Aber ich sehe keinen Weg dorthin. Mal, wenn ich das aufmache, wo führt denn das dann? Ach komm, was ist mit dem Ding los? Entspann dich, das wird schon. Ach, wirklich? Ich versuche die Dinge stets positiv zu sehen. Ich nicht. Wenn einer in der Scheiße landet, dann bin das meistens ich. Es wird alles gut. Ist ja nicht so, dass Batman mal kurz hier vorbeischauen wird. Er ist viel zu beschäftigt. Ah, wird sich zeigen. Okay. Irgendwas ist da unten. Ich würde gerne wissen, was. Der Turm muss noch ein bisschen warten. Hallöchen! Sag mal! Euch geht's wohl zu. Sag mal! Euch geht's wohl zu gut? Ich leg dich um! Das werden wir noch sehen, wer ihr wen umlegt! Zack. Wer legt jetzt wen um? Irgendwas blockiert den Weg. Hallöchen. Falscher Fahrstuhl, Leute. Was willst du jetzt tun, Batman? Sie einen draufgeben. Das werde ich tun. So. Dann dürfte mich der Pfad ja zum Kesselraum führen, richtig.
Bam! Mal ein bisschen konzentriert bleiben. Das hat mir gar nicht gefallen, das Geräusch. Ich kann dir mehr Schmerzen zufügen, als du dir vorstellen kannst. Erzähl mir vom Riddler. Riddler? Okay, ich weiß nicht viel. Aber ich rede. Tut mir nicht weh. Kann ich nicht garantieren. Gute Nacht. Mr. Kesselraum ist. Wo ist dann die Ausrüstung von Mr. Freeze? Ach, da glaube ich, oder? Ah, eine Freeze-Granate. Hat sich das ja gelohnt. Was haben wir da noch hinter? Eine Trophäe. Tja, damit haben wir eine ganze Menge freigeschaltet, Leute. Und jetzt fehlt aber noch ein Titanbehälter. Der ja auch im Stahlwerk ist. Ja, es fehlt uns noch so einiges, was es zu holen gibt. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich mich mal daran setzen, dass wir eben genau das finden. Also diesen Titanbehälter. Und dann setze ich hier einen Cut rein. Das war's für heute von Batman Arkham City. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.